Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Bumm. Dann lass uns beginnen. Oh, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern, wenn sie mich bemerken. Feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Ist das eine Leiche? Ich komme hier raus. Er hätte mich fast erwischt. Du kannst der Gerechtigkeit nicht entfliehen. Thank you.
Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Val, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter... Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt! Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleit. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Aloy. Danke. Ob du mir auch noch danken wirst, wenn du siehst, wo wir landen?
Vorsicht da unten. Hier liegt einer. Oh, es schüttet wie aus Eimern.